Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Wer bin ich? Lang ist's her. Hallo, hallo. Oh, ja. Mit dabei meine Träumbegleiter Sebastian Lenzen und Jonathan Apelt. Hallo. Und ich fange einfach mal an, ja? Ich bin jetzt mal so dreist. Ich bin ein Mensch. In der Videobeschreibung steht drin, wer ist. Ja. Stimmt, ja. Genau, da steht's drin. Ich bin trotzdem Mensch. Ja? Also, da war das ein Ja zu Mensch. Ja, okay. Ja, der Mensch heißt Mensch. Der Mensch heißt Mensch. Alles klar, geil, ey. Ich bin auch männlich. Ja. Ja. Geil. Ich bin real. Nee. Okay, dann nicht. Richtig, Jay, ne? Ich bin ein Mensch. Ja. Ja. Ich bin weiblich. Nope. Nee. Ach, jetzt muss ich mal meinen Zettel hier wieder rauskramen. Stimmt, ich bin, fiktiv. Nein. Gut, also logischerweise bin ich dann aber fiktiv, ja? Ja. Wenn ich nicht real bin, na, ich dachte, ich frage trotzdem mal die Gegenprobe. Geil. Okay, man kennt, also dann bin ich eine Figur in einem Film. Ja. Ja. Dieser Film ist Science Fiction. Nee. Würde ich nicht so sagen. Okay. Ich bin männlich. Du bist männlich, ja. Dementsprechend. Ich bin real. Das ist korrekt. Ich bin eine bekannte Persönlichkeit. Absolut. Ja. Sonst wäre es schlecht, wenn man hier mitspielt. Ja, keine Ahnung, ich bin ja auch Brams Mutter. Auch, genau. Oh ja, stimmt, vielleicht bist du meine Mutter. Das stimmt. Ich weiß natürlich, okay, die ist natürlich bekannt. Ja, aus diversen Pornofilmen. Aber unter anderem Namen. Genau, unter anderem Namen. Künstlernamen. Ja, klar. Bist ja nicht mehr real. Ja, weiß ich nicht. Unter Bramsche Gilf. bei Brammens.com. Pass auf, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich komme aus der Unterhaltungsindustrie. Oder Branche. Ja. Boah. Ich bin... Schauspieler. Ja. Könnte man sagen, ja. Ich schauspieler gerne... Ich schauspieler Filme. Ja. Ich bin Oscar-Preisträger? Das weiß ich nicht. Wenn ich ehrlich bin. Nein sagen. Also eine neue Frage oder? Aber wenn Bram sich nicht sicher ist, Bram ist der Typ, der gibt dann neue Frage. Ich kann dir, nimm eine neue Frage, ich kann dir weder ein Ja noch ein Nein. Ich habe echt null Ahnung. Ich kann dir nicht mehr eine Tendenz geben. Ja, gut. Okay. Ich bin Ausländer. Aus deutscher Sicht. Ja. Ich bin Ami. Kann ich auch nicht. Bram, du kennst die Person ja richtig gut, die draus kommt. Ja. Frage, ist der Ami? Okay, weißt du es auch nicht. Ja, ganz gut. Müsste. Ja, der ist Ami. Alles klar. Ich bin. Okay. Bin ich durch einen bestimmten Film, beziehungsweise Filmreihe oder sowas, richtig bekannt geworden? Ja. Okay. Das hat aber nicht auf jeden Schauspieler zu. Nein. Weiß ich nicht. Wir werden manchmal bekannt schon geboren. Eine gute Frage. Weißt du, Kevin hat... Ja, kann, ja, stimmt eigentlich. Ja, du hast ja recht. Komm, ich bin dunkelhäutig. Nee. Okay. Ich bin real. Ja. Ja. Ich bin ein Mensch. Ja. Ja. Man trifft mich auch in der Unterhaltungsindustrie. Keine Ahnung. Ja.
Okay. Man findet mich im Bewegtbild? Ja. Keine Ahnung. Kennst du den überhaupt? Keine Ahnung. Ich bin männlich. Yo. Keine Ahnung. Hey, Bram, du Arsch, was soll denn das hier? Nach bestem Wissen und Gewissen antworten, ja? Entschuldigung. Du kennst die Person nicht, ey, jetzt kommt's. Das ist halt echt so ein Lutscher. Der kennt ja lieber seine eigenen Leute, die er vergibt. Deine eigene Mama, ja. Ja. Männlich. Bewegt. Außer die Brammensche Gilf, die kennt er. Konnte man mich auch schon im Fernsehen, im deutschen Fernsehen sehen? Ja. Konnte man. Kann man mich da auch öfter sehen? Ja. Ja. Auch dieses also, Jahr schon? Ja. Ja. Boah, ich bin ja brandaktuell. Bram weiß mittlerweile auch was, oder wie? Okay. Ja. Bin ich ein Ausländer aus deutscher Sicht? Ja. Ja. Bin ich Amerikaner? Nein. Nein. Kein Amerikaner. Ja, guck mal. Ja, der und ich fast immer gleichzeitig geantwortet. Ja. Schade. Okay, ich bin eine Figur aus einem Fantasy-Film. Nee. Okay. Ich trage Bart. Boah. Uff. Jetzt gerade? Ja. Keine Ahnung, Standard weiß halt, weiß ich nicht. So, also, Christian würde ich halt immer mit Bart sehen. Also die Person, wenn du den Namen hörst, dann assoziierst du nicht automatisch, dass diese Person unbedingt einen Bart trägt. Würde ich auch also, nicht sagen. Ausweichfrage. Okay. Also eine andere Frage würde ich machen. Achso, war das nicht genau? Nee, das können wir dir. Okay. Also das ist halt also ein Mann, bestimmt, der hat halt auch mal einen Bart. Genau, der trägt halt bestimmt auch mal Bart, wa? Ja, ich trage zum Beispiel nie einen Bart, außer ich habe keinen Bock, mich zu rasieren für 2, 4, 5 Tage. Der Mann hat halt Hormone. Ja. Okay, gut. Ja, wenn das halt Quatsch ist, dann würde ich sagen, ich bin, da ich ja schon gerade gefragt habe, ob ich dunkelhäutig bin, sei mal, ich bin amerikanisch hellhäutig. Ja. Ja. Okay. Gut, dann... Du bist weiß. Ich so. Bin... Boah, jetzt kommt wieder wahrscheinlich ein... Weiß ich nicht. Aber ich bin jünger als 50 Jahre. Also eindeutig jünger als 50 Jahre, damit man es halt erkennt. Eindeutig nein. Okay. Eigentlich schon boah. Das ist... Ne. Ich bin, komme ich aus Europa? Hier riecht's gerade komisch. Ja. Eine Sekunde mal. Hier riecht's gerade komisch. Okay. Dann antworte ich für dich. Habe ich was mit Sport zu tun? Ja. Okay. Handelt es sich dabei um einen Ballsport? Ja. Ballsport. Alles okay. Boah. Jetzt kommt die große Frage natürlich nach dem großen Fußball. Habe ich was mit Fußball zu tun? Ja. Ja. Musste ich kurz drüber nachdenken. Ich wusste jetzt nicht, wo wir waren, aber jetzt wusste ich das natürlich. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Ab jetzt antworte ich immer erst zuerst und danach korrigiert mich Jay. Ja, ich hab nämlich. Wow. Finde ich gut. Verneinungsfragen darf ich ja nicht spielen. Auch nicht stellen. Ja.
Fuck, wie stelle ich denn jetzt die Frage im Verneinten? Das weiß ich nicht. Du bist einfach nicht. Ich stehe meistens abseits des Feldes oder bin abseits des Feldes. Boah, also, ich sag mal nein. Feldes. Bay? Sag ich auch mal nein. Jawohl. Okay, also kein Sci-Fi, kein Fantasy, aber ich bin eine Filmfigur. Okay. B-b-b-b-b-b. Gute Frage, ey. Damit habe ich jetzt die beiden großen Genres schon mal raus. Das ist schon mal schade, dass ich nicht dabei bin, aber gibt natürlich noch viele andere. Man kennt mich auch nur aus dieser Filmreihe oder aus diesem Film. Ja. Ja. Luke Skywalker kennt man nur aus einem bestimmten Film. Ja, echt mal. Das ist dieselbe dumme Frage, wie ich bin aus einer Filmreihe bekannt. Es, ja. Okay, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, ich spiele nur in einem Film mit. Nee. In einem einzelnen meinst du, ne? Ja, genau. Ja. Weißt du so, nein. Nicht. Nee, okay. Du bist kein One-Time-Wonder. Okay, da ich dann so circa um die 50 Jahre alt bin, dann bin ich auf jeden Fall einer, der schon mal einen Comic-Helden geschauspielert hat. Das schon mal oder eine Comic-Figur, eine Comic-Figur, sorry, nicht Comic-Helden, ich kann ja auch Bösewicht sein, Comic-Figur. Willst du nicht, dass er sagen, dass das eine Comic-Figur ist, oder, Bram? Nee, ich würde sagen, nein. Shit. Also ich stehe auch auf dem Spielfeld. Jo. Ja, klar. Das heißt, so, ja, klar. So ein Spieler. So ein Fußballspieler. Moment, ein bisschen Spieler. Ja. ja, sei mal. So ein Fußballspieler. Europäisch. Mich findet man auch bei internationalen Turnieren auf dem Platz? Nee, ich glaube, du bist ein Lappen. Also was wie Weltmeisterschaften, Pokalspiele. Yay, ich hab das schon. Moment, internationale sind jetzt für mich nur die Nationalmannschaften. Nee, international ist ja auch, wenn du Champions League spielst, ja, oder Europapokal. Okay, dann sag ich mal ja. Okay. Denn du bist kein Lappen. Oder okay. Vielleicht doch. Aber du bist trotzdem da. Kommen so die Länder. Liegt halt an der Mannschaft. Aber man kann mich ja im deutschen TV gucken. Das heißt, ich spiele bei einem deutschen Fußballverein. Nee. Nee. Doch. Scheiße. Okay, doch, meinte ich. Okay. Boah. Boah, mit welcher Mannschaft denn? Also ich spiele bestimmt bei Borussia Dortmund. Boah. Boah, haben die Spieler, der so heißt. Ich sag mal jetzt ja. Richtig. Ich bin Batshuayi. Richtig! Wie bist du jetzt von allen Spielern auf den gekommen? Ja, weil den neu ist. Kannst du halt nicht kennen, weil A, der Name halt total komisch ist für dich und B, halt der neu ist, genau. Yes! Oh, das war easy. Ja. Ich wollte, dass du auch mal gewinnst. Ja, das ist nett, Jay, danke. Aber Bram hat mir indirekt geholfen, indem er halt so planlos war. Das war gut. Naja. So, okay. Ich bin. Oh, scheiße. Also, meine. Nee, auch keine gute Frage. Ey, vor Bram brauchst du keine Angst haben. Ich bin heute nichts mehr. Ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich bin grad noch nicht dabei. Ich hab dir was zu Schönes gegeben. Ich wusste es. Meine Figur spielt in einem Actionfilm mit. Ja, Mensch. Action kannst du, Bram. Ja. Okay, Action kann ich. Ist ein Michael Bay-Film. Nee. Zum Glück nicht. Das ist so geil. Oh, scheiße, da fällt mir schon der Kuli aus dem Finger. Ey. Oh, Schreck. So, Jay, du das aber. Ja.
Ich. Ja. spiele in Actionfilmen mit? Das würde ich also so nicht sagen. Oh, es ist. Oder auch vielleicht mal. Also ja, es ist auch ein Actionfilm. Ich bin da nicht bekannt raus, oder was? Reicht Bär, wenn ich die Frage so habe. Du hast bestimmt. Ja, du ja, hast ich habe mal einen Actionfilm gemacht. Klar, aber. Achso, okay. Ja, klar, hast du mal einen Actionfilm gemacht. Okay. Bin ich da hauptsächlich bekannt raus? Nee. Gut. Mir fällt gerade sogar ein Actionfilm ein, den du mitgespielt hast. Ja, sag ihn noch mal. Wie heißt der? Der heißt Fick dich. Da bist du dran. Ach ja, stimmt. Weil ich dachte, was du sagst. Nee. Okay, ich komme aus dem Max-Film. Geil, Alter. In dem Film, ja, ich werde wahrscheinlich Leute töten, aber das hilft mir gar nicht weiter. Ist halt ein Actionfilm, ne? Also, ist halt ein Actionfilm. Okay, aber vielleicht gehe ich mal über die Frisur. Ich habe eine Glatze. Nein. Schade. Nein. Ist nicht Jay. Okay, dann aus dem Schnulzenfilm? Nee. Okay, ich bin. Also diese Figur ist, sag ich mal, unter 40. Boah. Also. Jay, würde ich schon sagen, ne? Ja, du bist unter 40. Ich nicht unbedingt sagen. Aber wenn du der Babo bist. Boah, warte bist mal. Du der Babo. Ich darf ja ein bisschen nachgucken, ne? Als schon durch, ja. Wie auch. Ich kann dir die Frage nicht genau beantworten, Bram. Gut, dann tun wir die weg. Du bist halt ein Mann. Ich bin halt ein Mann, okay. Du bist halt ein Mann. Kleiner Schuljunge. Okay, dann. Okay, ich bin ein etwas gestimmiger Mann, aber der in Actionfilm mitspielt. Welcher Mann spielt in Actionfilm mit? Ich bin. Ich werde von Christian Bale verkörpert. Nein. Nee. Muss ja sein können. Fragst aber direkt. Direkt. Also habe ich mal in einer Serie mitgespielt? Hast du mal in einer Serie mitgespielt? Glaub nicht. Vielleicht mal als Cameo. Doch, als Cameo hast du das auf jeden Fall schon mal. Also ja. Okay. Also darfst du nochmal. Ah ja. Stimmt. Spiele ich die Hauptrolle in den Filmen? Oder in den meisten Filmen? Spielst auf jeden Fall auch Hauptrollen, ja. Okay. Also ich bin schon richtig bekannt eigentlich. Du bist schon richtig bekannt. Ja, hast du ja schon gefragt, ne? Lord Bram. Ja, okay, kann natürlich auch irgendwie so ein. Du bist nicht Brams Mutter. Ja, nein, so richtig bekannt meine ich. Ja, bist so schon Filmstar. Also du kennst den bestimmt. Also. Boah. Ich kenn den bestimmt, oh nein, würde nicht. Boah. Bram, ey. Und keine Scheiße. Also ich kenne den immerhin schon mal. Schon mal mehr als hier Batschwein. Ah. Boah. Ja, Bram, du bist nicht Batman. Ich lebe also, noch? Ja. Du lebst noch, ja. Ach, so Jay ist noch dran. Ja, du lebst noch. Ich hatte schon mal den einen oder anderen Skandal. Nicht, dass ich wüsste. Auch nicht, ne. Ich würde sagen, du bist einer der cleansten Leute, die es so gibt. Okay, ich bin Captain Spacey. Okay. Ganz schön weiß. Was mir da noch einfällt ist, ich werde real verfilmt dargestellt. Also ja. Nicht Zeichentrick. Ja? Ja, also okay. Weil mit fiktiv könnte ich auch noch eine Zeichentrickfigur gewesen sein, eine männliche. Ja, okay. Das stimmt. Okay, so, ich bin schon mal nicht Christian Bale. Ich habe keine Glatze. Wer hat denn noch relativ volles Haar und macht bei so Wer hat volles Haar? Wer hat denn keine Glatze? Welcher Filmcharakter? Alter, Bram, ey. Ja, welcher? Oder kommst du nur auf Christian Bale? Oder nee, das war Batman, der Erste. Oder was? Das war jetzt der Erste, bei, wahrscheinlich männlich um die 40 oder so. Oh. Weißt du,
Hätte doch sein können. Ich bin weiß. Ja. Ja. Also nicht wie Kreide, aber ja. Ja, aber du bist halt ein Weißer. Okay, ich bin der Gute in dem Film. Ja. Oder in der Filmreihe halt. Okay, immer noch. Boah, kein Science Fiction und kein Fantasy, Alter. Wo gibt's denn noch? Ich bin Magier. Ja, nah dran, aber ne. Okay. Gandalf ist ja auch so um die 40. Ja, aber kein Fantasy, deswegen ist Gandalf schon raus. Achso, und da kommst du auf Magier, wenn kein Fantasy. Harry Potter vielleicht noch. So, auch Fantasy. Spielt in der realen Welt. Harry Potter ist ein Fantasy-Film. Da war ein Fantasy, genau. Boah, scheiße. Wäre das easy. Ja. Ich hab den, hab da draus gefunden, wer das ist. Ja, das ist ja schön. Ich weiß so gerade nicht, wonach ich fragen sollte. Versuch diese Filmreihe rauszukriegen. Das sind mehrere. Moment, die Filmreihe, die mich berühmt gemacht hat, sind mehrere Filme. Ja. Okay. Ja, quasi nur einer sein, ne? Ja. Kann auch nur einer sein. Aber. Keine Comicfigur fällt so viel weg. Da fällt ja alles weg. Kaum erfolgreiche Star Wars Filme. Zählt für euch auch als Comicfigur, ne? Nö. Weil es gibt ja Star Wars Comics. Ja, aber nee, Star Wars ist die Filme. Aber geschrieben, genau. Ja. Da gibt es erst Bücher zu, zum Beispiel. Gut, Science-Fiction-Film? Science-Fiction-Film? Ist ein Science-Fiction-Film. Oh. Wobei, weiß ich gar nicht. Ja, auch das Science-Fiction. Hm. Ich tatsächlich gerne kurz nach. Mit nicht nachher heißt, ich wette... Hätte gelogen oder so, zumindest nicht absichtlich. Was soll denn das sonst sein? Realverfilmung? Ja. Ey, google da mal nach. Hör, pass auf. Also ja, ist Science Fiction. Gut. Google mal danach, Alter. Da findest du. Dann würde ich sagen, Star Wars, wenn ihr da so gegen seid. Aha. Ja. Aha. Gut, dann würde ich sagen, spiel ich den Guten. Spielst einen Guten. Oh, spiel einen Jedi. Spielst auch einen Jedi. Gut. Ich spiele... Ich bin männlich. Ich spiele einen Jedi. Das heißt, ich habe noch zwei Möglichkeiten. Und da ich in keiner Schnulze gespielt habe, bin ich auf jeden Fall nicht ein McGregor, sondern Mark Hamill. Das ist korrekt. Oh, nice kombiniert. Wir sind jetzt so schnell da um die Kurve gekommen. Wegen Science Fiction, beziehungsweise wegen der Comicfigur. Ich habe an Star Wars gedacht und war mir nicht und dachte, Star Wars Comic gibbet. Ja, aber, ja, aber halt, der kam ja erst danach. Halt, genau. Das ist halt nicht so wie bei Marvel zum Beispiel. Okay, keine Ahnung, wie das da funktioniert. Ich dachte, die Bücher oder Comics oder was auch immer wären vor dem Film gewesen. Was weiß ich. Es sind halt Bücher, ist auch egal. Das ist halt ein Unterschied. Ja, bei Star Wars ist sogar so, dass der erste Film dann der erste war. Gut. Ja. Der Rest kam danach. Aber gehen wir weiter, okay. Also kein Science Fiction, kein Fantasy, logischerweise kein Magier, da habe ich mich natürlich vertan. Ich bin aber der gute weiße Mensch im Film. Mann. Gestandener Mann. Der Film spielt in der Jetztzeit. Ja. Über die Filme. Ja. Boah. Nah dran. Bin ich. Ja, echt, bin ich schon da dran. Mal gucken. Bin mal überlegen. Ich könnte. Ne, keine Glatze. Das heißt, bin nicht. Bruce Willis. Ich bin logischerweise nicht Vin Diesel. Ich könnte Colin Firth sein. Bitte denk nur an Glatzentypen. Ne, keine Glatze, sag ich ja. Was ist mit Colin Firth? Kingsman. Nee. Nee. Schade. Okay, zu meiner Figur gibt's auch einen Comic. Das wäre mir neu. Ich glaube nicht, ehrlich nein. Zu sein. Ich glaube nicht, nein. Boah. Ich sehe da auch nichts zu, also ich würde nein sagen.
Ja. Also wenn, dann würde ich das komplett in die falsche Bahn lenken. Genau, nein, ah, okay. Das ist okay, alles Marvel, alles DC, alles weg, alles weg. Fan Star Wars, logischerweise weg, Star Trek raus, boah. Das ist auch kein Fantasy. Also das ist sowieso schon alles weg, Bram. Du spielst irgendwas in Echtzeit, also zur jetzigen Zeit. Ja, 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 aber wie gesagt, dann Transformers ist raus, Die Hard ist raus. Ja, ja, genau. Ich bin gerade am überlegen, halt, wovon es noch mehr als einen Film gibt, der halt in der Echtzeit spielt. Also die eine oder andere Filmreihe fällt mir da so. Ja, die halt Action ist. Ja, da tue ich mich halt. Fällt mir die eine oder andere Actionreihe ein. Logischerweise, aber da tue ich mich halt schwer gerade. Also ich hoffe, du kennst den Charakter. Sonst wäre das peinlich. Nee, peinlich nicht, aber das wäre ja traurig, sagen wir mal so. Vielleicht hat er in seiner Kindheit ja was verpasst. Nein, das dann nicht. Boah, kein Zeichentrick ist wichtig. Also real verfilmt. Aber Filme. Power Rangers? Ist auch fiktiv. Alter! Power Rangers spielt nicht in der heutigen... Ja, aber fiktiv. Mir klar spielt Power Rangers in der heutigen Zeit. Ja. Power Rangers spielt, der neue Power Rangers Film spielt 2018. Oder 2017. Ja, aber die sind halt so fiktiv, dass die halt super krasse Maschinen haben. Also das ist schon hart fiktiv und eigentlich. Die Filme spielen immer in der Jetztzeit. Genau. Deswegen bin ich halt auf Power Rangers. Nachdem wann die Filme erschienen sind. Ja, ja, klar. Okay, kein Comic dazu. Ist es eine Anlehnung an ein Computerspiel? Nein. Andersrum. Moment, das Computerspiel wurde nach dem Film gemacht? Es gibt ja ein Computerspiel zum Film, ja. Das ein oder andere. Schon echt bekannt. Das glaube ich dir. Das glaub ich spontan dir. Sagen, glaube ich, gibt es 3 oder 4. Ich hab mal eins von denen gespielt. Glaube ich nicht. Ja, gut, ich glaub nicht. Hätte sein können. Ich glaube nicht. Spielst du aktuell gerade? Ja, bestimmt. Steht in Steam. Computerspiel zum Film, okay. Also ist der Film irgendwo so um die 2000er plus minus 5 Jahre erschienen. Was? Sorry, was? Ja, ist ja eine Serie, ne? Also eine Filmserie. Ist ja, ich weiß, aber der erste ist 2000 plus minus 5 Jahre erschienen. Nee. Nee. Okay, krass. Also ist er nach 2005? Hat man davor schon Computerspiele dazu gemacht? Nur mal kurz, als Tipp für dich, es gibt 26 Videospiele. What the fuck? Doch, so viele? Ja. Wer hätte so auf 8 getippt oder sowas, aber... Ein oder okay, anderen. Ist es James Bond? Ja. Wie kamst du denn jetzt da drauf auf einmal? Naja, es muss halt in der Jetztzeit spielen immer. Und es war halt eine Sache mit ganz vielen Computerspielen. What the fuck? Mit 26 krass. Computerspielen habe ich dir jetzt so einen krassen Tipp gegeben. Krass, scheiße. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass das, also mit 26 Teilen oder es gibt hier 20 Teile. Activision Blizzard hat die letzten Teile alle gelöscht. Das fand ich. Nice, Bram. Das war dann das jetzt? Einfach. Den Sprung hätte ich jetzt aber auch nicht gesehen daraus. Hast du denn jemals einen James Bond Teil gespielt? Ja, wie wahrscheinlich die meisten auf diesem Planeten GoldenEye auf dem GameCube. N64, oder? Ja, viele haben es auch auf N64 gespielt. Kannst du, ich hab's auf dem GameCube gespielt. Oder auf Nintendo. Es gibt nur den N64 mit GoldenEye. Ich sehe das gerade. Ja, dann war es der N64. Alter, es gab sogar 007 Racing. Was? Was wär's denn da? Müll. Geil. Geil. Ja, nice. Das war doch schön. Das war wieder gut, eine entspannte Runde. Boah, hätte ich mal Bram nicht so einen krassen Tipp wie gegeben. Wie geil Jay zwischendurch gesagt hat, boah, hier Bram, ey, du bist doch nicht Luke Skywalker oder sowas. Und ich, ja, da dachte ich mir auch. Das war halt echt nice. Du bist doch nicht Luke Skywalker. Nee, aber du, Jay. Voll geil. Das ist doch cool. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und lasst uns wissen. Haut rein, ihr Geistchen. Tschüsseli. Ciao. Ciao.